Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. Eine kleine Ankündigung zu Beginn. Ich werde einige meiner Let's Plays, während ich sie dann aufnehme, auf Twitch streamen. Da könnt ihr einfach in meinem YouTube-Kanal dem Link zu Twitch folgen, falls ihr mal mich dort mit mir interagieren wollt auf irgendeine Art und Weise. Wird sich nicht arg anders verhalten hier als die Let's Plays. Also eventuell werden Chatnachrichten eingeblendet in die Let's Plays. Aber das sollte so wenig störend wie möglich sein. Ich habe darauf geachtet. Genau, ansonsten vielleicht, falls jemand persönlich mit mir reden will oder mir Anweisungen geben, wie ich besser zocken kann, dann gerne in Twitch einfach in den Chat kommen, können wir eine gute Zeit haben. Ansonsten, ja, genießt einfach die Let's Plays auf YouTube, die werden immer der Fokus bleiben. Es wird auch, alles wird auf YouTube erscheinen. Ich werde nicht jedes einzelne Ding auf Twitch streamen, das müssen wir dann sehen. Ich werde in Zukunft am Anfang von Let's Play Serien, die ich definitiv streamen werde, das dann auch eben sagen. Jetzt bei der ersten Fortnite-Episode hatte ich das vergessen. Aber ja, in Zukunft werde ich es direkt announcen. Dann muss das nicht in Folge 2 oder X passieren. Wie gesagt, falls ihr Bock habt, da mit mir ein bisschen zu interagieren, könnt ihr das gerne machen. Ansonsten genießt einfach die Let's Plays auf guter Qualität in YouTube. Das wäre alles für den Moment. Dann habe ich währenddessen natürlich jetzt schon schöne Ressourcen gesammelt. Letztes Mal haben wir das schöne Schwert dann auch noch gemacht und dann können wir endlich erkunden, was da hinten so lungert. Oh, hinterlässt du wieder ein bisschen was, um unsere Pflanzen zu düngen? Im Moment zumindest nicht. Vielleicht müssen wir die auch füttern. Wäre auch eine Frage, ob man die einzäunen könnte. So, eine Kiste. Zwei Kürbisse. Seide. Und Pfeil. Das finde ich ein bisschen merkwürdig an dem Spiel. Das deckt nicht automatisch. Also das geht zwar in einen neuen Platz, aber nicht auf einen bestehenden Stack. Das finde ich sehr irritierend. Kein Fan davon. Das ist so das Mindestmaß an Nutzerfreundlichkeit. Ja, das wird bestimmt irgendwann reingepatcht. So, die Kiste ist zerstört. Und zerstören wir hier auch den Rest. Das gibt Ressourcen und dann bin ich nicht jedes Mal geneigt, die Kiste oder diesen Ort hier aufzusuchen. Wenn ich das bisschen zerstöre und markiere, dass hier schon ein wilder Lego Fortnite Spieler war, dann fallen wir eben nicht mehr drauf rein und schauen x-mal in eine leere Kiste. Werd hauptsächlich die Kisten zerstören, nicht immer die Gebäude, aber wollt mal sehen, wie viele Ressourcen hier zusammenkommen. So. Ja, mit dem ganzen guten Zeug. Ja, aber schlecht ist es nicht. 15 Holz bekommen. Jetzt habe ich ein Dach auf dem Schädel. Au. 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 Ich back ein bisschen. So. Das sieht doch schon besser aus. Weg mit euch. Kann ich da auch ein Schwert drauf schlagen? Wahrscheinlich, aber wäre vielleicht nicht so angebracht. Vor allem, da das Schwert so wenig Lebenspunkte hat. Und das brauchen wir ja noch, um Lebenspunkte bei anderen wegzumachen. Mensch, ist das hier eine schöne Lichtstimmung. Eine Fee? Irgendwas leuchtet auf jeden Fall. Muss Schwert ausrüsten. Nein! Ich hasse diese Rollteile. Stirb! Na, die Taktik scheint zu passen. Wo ist die Fee hin? Da ist sie. Der Fee nach und ich sollte was essen. Dafür haben wir ja Himbeeren. Ne, die Himbeeren will ich nicht werfen. Oh, ich werfe eine Fackel. So. Schön fressen, schön fressen. Bis mal wieder gesund ist. Spinnilein, lass mich in Ruhe. Wo führst du mich denn hin? Da unten ist irgendwas. Das ist ein Tier. Ein Lama. Ein Alpaka. Das kann ich streicheln. Oh, es ist gestorben. Aber ich habe Ressourcen bekommen. Dann war der Tod von dem wenigstens nützlich. Da hinten ist ein Hund. Mal schauen, ob wir da ordentlich Schaden machen können.
Ja, wo bist du denn hin? Da ist er ja. Da ist der Wolf ja. Oh, da ist noch ein Wolf. Schnell mal den platt machen, bevor der andere auftaucht. Oh, der andere ist auch da. Au. Also zwei auf einmal finde ich dann schon unfair. Na komm. Auf die Schnauze, aber nicht auf meine. So, schön die Ressourcen aufsammeln. Und dann schön wieder einen Kürbis ins Gesicht schieben. Ja, das habe ich gemeint. Zwei separate Kürbisdecks. Naja, man kann nicht alles haben. Oh, da ist noch ein Hundi. Erstmal auf. Und das Schwert hat echt nicht viel Schläge ausgehalten. Ist nur noch bei halber Gesundheit. Oh, wir sind auch noch nicht voll. Himbeeren. Die scheinen zumindest gut für die Hälfte zu sein. Bisschen schlecht für den Hunger, aber zum Herzchen wiederbekommen wunderbar. Oh, hör auf zu heulen. Nein. Auf die Schnauze, immer auf die Schnauze. So kriegen wir auch die schönen Wolfskrallen. Und hier haben wir sowas wie ein zerstörtes Hütchen, zerstörten Pavillon. Ach, hört doch auf, mich anzugreifen. Was habe ich euch getan? So, nochmal ein Kürbis. Schöner Kürbis. Ach, der heilt auch ganz gut hoch. Ja, wunderbar. So. So viele Ressourcen hier am Boden. Hab keine Ahnung, ob es sich überhaupt lohnt, die alle einzusammeln. Und was für ein großer Baum. Könnten wir den schon fällen? Ja. Und da hinten in dem Pavillon oder was das ist, ist auf jeden Fall eine Kiste. Da werden wir gleich mal hinschauen, ob was Wertvolles drin ist. So. Mensch, was für ein dicker Baumstamm. Hoffentlich hält die Axt das noch aus. Komm schon. Ja. Oh, wir haben insgesamt 72 Holz schon gemacht. Das ist wunderschön. Was ist hier drin? Maiskölbchen. Wolle haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Und Federn, die haben wir auch noch nicht. Mensch, ist unser Inventar voll gemüllt. Dann würde ich kurz mal die Axt da hoch tun. Und die Kiste mal wieder zerstören. So. Wollen ja deswegen nicht irgendwann irritiert werden. Mir ist kalt. Dann schnell mit der Fackel in die Offhand. Weg, ihr Spinneriche. Muss mich ja nicht jeder gleich angreifen. Ein Skelett mit Spitzhacke. Na, dass die jetzt auch noch bewaffnet sind, damit habe ich nicht gerechnet. Schnell zurück zum Basislager. Was ist da? Alles voller Skelette. Nein, weg. Weg von mir ist doch noch gar nicht Halloween. Na, in Ruhe. Laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ja, ich sehe ganz hinten mein Lagerfeuer. Eigentlich habe ich einen relativ guten Orientierungssinn. Manchmal halt nicht. Oh. Ein Glück kann ich laufen. Ein Glück kann ich weglaufen. Direkt in die Arme der Gegner. Können die sich nicht mit dem Wolf kloppen? Ah, das machen die tatsächlich. Dann nehmen wir mal den hier. Big. Au. Au, das tut doch immer so weh. Oh, die haben den Wolf vertrieben und jagen ihn jetzt. Wollt meine Fackel doch nicht werfen. Ja, damit. So. Noch ein Skeleton mit einer Spitzhacke. Au, das hat wehgetan. Ich muss echt mehr ausweichen und da kommen zwei auf einmal. Und mein Schwert ist hinüber. Genau deswegen sollte man keinen Streit mit so vielen Gegnern suchen, wenn man keine Ersatzwaffe dabei hat. Das habe ich ja noch aus Minecraft gewusst, aber... Oh, zu wenig Energie zum Sprinten. Der ist wie ich im Real Life, nur bei mir ist es eher ein Dauerzustand. So, dann können wir uns hoffentlich mal ausruhen. Sehr schön und hoch mit den Herzchen. Ganz ohne was zu essen. Gut. Spitzhacke haben wir auf jeden Fall aufgehoben. Was ist denn hier? Ach, ich glaube so ein Überbleibsel von einer Kürbispflanze. Wir brauchen wieder Holzstäbe. Haben wir zum Glück noch genug im Inventar, um ein Schwertchen zu machen.
Das ist auch wieder in der richtigen Position. Und ich habe das Gefühl, wir brauchen mehr Kisten. Also schnell deponieren. Machen wir mal, keine Ahnung, 25. Ist das Verhältnis überhaupt 1 zu 1? Hey, eine Katze! Eine Katze! Der Muskelkater. Ja, ich bin der Muskelkater. Du hast sicher schon von mir gehört. Also werde ich nicht allzu sehr über mich protzen. Wie schön, dich zu treffen. Hoch erfreut, deine Bekanntschaft zu machen. Dieses Dorf sieht nach einem guten Ort aus, um sich ordentlich auszuschlafen. Auf jeden Fall ein neuer Dorfbewohner. Der kriegt auf jeden Fall ein Haus. Und ich krieg auf jeden Fall noch eine Box zum Aufbewahren. Das war ja unter Möbel, Lager. Brauche ich noch 2 Planken. Die werden wir uns einfach hier rausstibitzen. Und am Anfang habe ich immer die Strategie, solange noch nicht so viele Sachen in der Welt passiert sind, ich noch... Oh, das ist jetzt blöd, dass das... Oh, ich habe sogar eine Armbrust bekommen von vorhin. Von dem Lama, glaube ich. Am Anfang werden die Kisten relativ durcheinander sein. Ja, das ist die Warnung. Das wird irgendwann besser, aber am Anfang halt nicht. Komm schon. Ja! Es passt irgendwie hin. So. Spitzhacke. Ja gut. Die ist bald abgeschrabbelt. Die Armbrust. Die würde ich am liebsten auch gleich mitnehmen. Wir haben auch Pfeile. Müssen wir mal schauen, ob wir welche nachmachen können. Auf jeden Fall tun wir mal die Seide rein. Das Ei rein. Wolle. Das sind zumindest Tierprodukte irgendeiner Art. Genauso wie die Feder. Holz kann man stapeln. Dann bräuchte ich eigentlich eine... Ja, ich brauche so viele Kisten noch. Mach mal erstmal ein paar Kisten. Nehmen. Und eine brauche ich, glaube ich, noch. Nehmen. Obwohl, das hat 6 Holz gebraucht. Oh, ist egal. Können wir uns leisten. Na, der Abstand passt jetzt nicht. Das kriegt man später. Ist ja nur temporär. Keine Sorge. Ich habe da auch einen Ordnungszwang. Ranken. Also erstmal Pflanzenprodukte und was zu essen, obwohl das sich auch ein bisschen unterscheidet. Hier sind Samen, hier ist Schubsaft, damit wir mehr Schub haben. Eine scharfe Chili, damit wird uns heiß. Dynamit. Dann muss ich mal kurz schauen, was wir noch haben. Fleisch, ich glaube, da machen wir gleich einen Grill. Den Kürbis behalten wir. Der Mais kommt auch erstmal rein. Granit da unten, Panzer vielleicht hier rein zum Dünger und zu den Wolfskrallen. Obwohl Dünger, Wolfskrallen und Panzer sind ja eher tierische Abfälle von Tieren und Mobs. Da mache ich nochmal eine neue Kiste. Ja, meinetwegen hier. Das stinkt dann so schön, wenn ich neben der Kuhkacke hier schlafen muss. Aber trotzdem. Schade, dass die Kisten so wenig Slots haben. Da braucht man so viele von. Na gut, Spiel wird sich dabei was gedacht haben. Wir müssen ja auch Zeug upgraden können. Irgendwie wollte ich mich noch beschweren. Über irgendwas wollte ich mich gerade noch beschweren. Ich weiß es aber nicht mehr. Glück für die Lego Fortnite Entwickler. Also Kurzschwert sollte man vielleicht eins nachmachen. Waldaxt auf jeden Fall auch. Wofür ist eine Schaufel? Eine einfache Schaufel, damit lässt sich der Boden leicht ausheben. Damit können wir was farmen. Und Pfeile können wir mit einer Feder machen. Dann rüste ich doch mal gleich die Armbrust aus. Gleich die Armbrust ausrüsten. Dann eben auf den gewohnten Platz. Distanzwaffe, so Pfeile brauchen wir auch. Federn brauchen wir, um Pfeile zu machen. Ach, das funktioniert alles wunderbar. Die haben sich dabei was gedacht beim Entwickeln. Erstellen. So, das machen wir am besten gleich die 3-mal. Dann sind die Federn auf jeden Fall schon verbraucht. Ich finde, das ist doch eine ganz gute Strategie. So, was haben wir denn noch, was wir machen können? Hier nichts. Aber hier braucht man ein zweites Sägewerk. Wo sind die denn? Geräte. Wenn das kein Gerät ist, weiß ich auch nicht. Das können wir vielleicht einfach hier daneben machen. Oh, komm schon. Auch wenn es nur temporär ist, soll es zumindest auf gleicher Höhe sein. Hat das geklappt?
Ja, sieht gleich aus. Hier machen wir Holzstäbe, Rezept auswählen und dann ja, machen wir einfach mal 15 Stück und Sägewerk machen wir hier auch nochmal 15 Stück. Wunderbar. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen erkunden. Oh, ich habe echt viel Hunger, muss ich sagen. Himbeeren sind jetzt in der Offhand, das heißt, ich kann die einfach snacken. So viel Gesundheit bringt es echt nicht. Vielleicht mal die Hühner hier streicheln, dass sie vor Freude wieder Eier droppen. Ja, seid ihr putzige Kreaturen. Hier mit euren Eiern. Und hier mit dem Holz. Waldaxt können wir noch aufbrauchen. Wir haben ja die bessere im Inventar. Und die schrottigen Waffen, ja, sollten wir am besten so verbrauchen, sonst mühlen die entweder die Welt zu oder mein Inventar. Und beides ist nicht so toll. Ist da hinten Wolf? Ne, nur eine Spinne. Nur eine kleine Spinne. Jetzt nicht mehr. Eine Ranke. Ranken sich viele Gerüchte um die. Das werden wir dann später mal sehen. Hier ist ein Häuschen. Da war man definitiv noch nicht. In die Richtung sind wir ja noch gar nicht gestartet. Herrliche, herrliche Lichtstimmung. Sag ich öfter, aber ich bin da richtig ein Fan von. Nein. Ich habe die Inventartaste gedrückt irgendwie. Ich wollte doch nur ausweichen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Vielleicht ist Tab auch noch Inventar zusätzlich zu I. Nein. Sehr gut. Und wieder Fleisch und eine Wolfskralle. Ja, den Granitbrocken nehme ich doch gleich mit. Den auch. Und hier liegt ein Baumstamm. Und die Axt ist weg. Dann braucht man die andere. Solange das Holz noch angeschlagen wirkt und am Boden liegt, können wir es komplett fertig machen. Sehr schön. Hier mit den Himbeeren. Eine Box zum Aufsammeln. Ah, das können wir auf Gegner werfen. Keine Ahnung, was das bringt. Können wir auch kaputt machen. Schade um die Axt. War vielleicht nicht die richtige Waffe. Na, gehst du überhaupt kaputt? Ist die Spitzhacke besser? Ja! Und was war da drin? Nix. Toll. Werkzeug ohne Grund hier abgeschrabbelt und abgenutzt. Ein kleines Lager. Kann ich das mitnehmen, wenn ich es ohne Hände, ohne irgendwas abbaue? Nee, das sieht nur so aus, als ob es kaputt geht. Das ist aber schade. Ein Fass mit Dynamit. Ich glaube, das ist zum Angreifen ganz gut. Oh. Alles klar. Wenn man das mit Linksklick wirft, dann wird schon gezündet. Könnte gegen Feinde ganz hilfreich sein. Eine Milch. Her damit. Ich glaube, ich könnte eh was zu trinken gebrauchen. Runter mit dir und runter mit dir. Ah, so trinke ich auch immer Milch, so muss das sein. Und ich glaube, ich habe vergessen, die Kiste zu zerstören. Das geht ja gar nicht. Einfach hier auf die Fresse hauen. Da hinten sind wieder Wölfe. Ein Wolf, der ein Schaf jagt. Na gut, der ist beschäftigt. Ansonsten können wir auch mal die Armbrust probieren. Hier ist ja noch eine Kiste. Wolle, nochmal Federn. Dann können wir zumindest Pfeile nachmachen in rauen Mengen und auch hier wieder abbauen. Sonst bin ich nur enttäuscht, wenn ich hier nochmal dann kommen sollte. Also, ich hau viel zu oft drauf, dass irgendwann habe ich es drauf, den ersten Hinweis, dass es wirklich kaputt, aber noch die nicht despawned ist. Irgendwann werde ich das rauskriegen, hoffe ich. Ansonsten krieg ich halt irgendwie Schrabbeln am Arm, weil ich so oft auf Luft einschlage. Na gut. Hier mit dem ganzen Holz. Und da ist ein Wolf. Oh, das bringt relativ viel. Weg mit dir. Und ein Schlag und du bist down. Sehr schön, sehr schön. Dann wollen wir jetzt auf jeden Fall nochmal hier zwei Baumstämme aufsammeln und was erspähen meine Augen da hinten? Eine goldene Truhe, die scheint aber bewacht zu sein. Da ist noch ein Hundi. Bist du ein Liebeshundi? Nee, auch nicht. Wäre doch praktisch, wenn wir den jetzt auf die Gegner lenken könnten. Wir probieren das gleich mal. So,
erstmal hier Ressourcen sammeln. Holz ist das Wichtigste im Moment. Hey, wo ist der Köter hin? Wolfi. Ah, da unten. Komm mal hier, ich habe einen Auftrag für dich. Ist gut. Oh, ich habe keine Energie mehr. Das war dämlich. Komm hier, komm hier. Ja, feiner Hund. Guck mal, da vorne sind 3 gelbe Leute, die darfst du beißen. Guck mal, das sind so Crash-Test-Dummies. So, viel Spaß. Nein, nicht auf mich. Du sollst auf die gehen. Au. Ah, jetzt. Hab ich weniger zu tun. Und dann, während die beschäftigt sind, so viel zum Zielen. Bewegt euch doch nicht. Muss doch irgendwie treffen. Nein. Schön außer Schussbahn geht. Mensch, ich bin echt furchtbar mit dem Bogen. Mit der Armbrust, Verzeihung. Bleib mir fern. Ja, und noch ein Gegner. Komm schon, voll in die Fresse. Ja, sehr schön. Sehr schön war das. Dann wollen wir hier mal die ganzen Ressourcen aufsammeln. Und vor allem an die goldene Kiste ran. Bin gespannt, was da drin ist. Das hatte ich auch noch nie. Oh, ich dachte, da wäre besseres Zeug drin. Maiskorn. Aber sieht so aus, ja, genau wie Samen. Die hätten wir ja schon. Einen ausgewachsenen Mais. Kürbisse. Können wir, glaube ich, wieder essen. Und eine Milch. Und natürlich nicht vergessen, hier die Hühner zu streicheln. So, ein Zusatzei. Was kann ich eigentlich mit den Schafen machen? Oh, die kann ich auch streicheln. Oh, ihr gebt mir Wolle, wenn ich euch streiche. Das ist aber nett. Nur eins wahrscheinlich. Interessant. Ich dachte, die müsst mal irgendwie scheren wie in Minecraft. Aber wenn das so geht, klappt das auch. Was können wir denn mit Kühen machen? Kann man die auch streicheln? Droppen die dann Fleisch? Her mit eurem Fleisch. Oh. Na gut, Milch ist auch nicht schlecht. Ich glaube, wenn wir euch aber totkloppen, gebt ihr Fleisch. Ja, ich bin erstmal mit Milch zufrieden. Bisschen als Schutzgeld. Morgen komme ich wieder und dann ist es hoffentlich doppelt so viel Milch. Sonst geht es euch an den Kragen. Da ist wieder so ein Panzervieh. Ich glaube, die braucht man auch zumindest deren harten Kern. Komm schon. Oh, ich kann es gar nicht leiden, wenn ihr rollt. Weg mit dir. Oh. Nicht rollen, nicht rollen. So, ich kann ja ausweichen. Manchmal funktioniert das, manchmal nicht. Komm schon, in die Fresse. Ja, es hat geklappt, aber es hat uns einiges an Leben gekostet. Mal wieder einen Kürbis ins Gesicht schieben. Ja, damit. Gut für die Gesundheit und gut gegen das Verhungern. Sehr schön, das hat geklappt. Und hier liegt ja noch Holz rum. Müssten wir auf jeden Fall dem Muskelkater jetzt auf ja, noch ein Häuschen bauen. Kürbisse zum als Nachtisch vielleicht. Nehmen wir die auf jeden Fall mal mit. So, aktuell sehe ich keine weiteren Gebäude, die zumindest leicht zu erreichen wären. Ist das unser See? Ja, aber wahrscheinlich... Nee, das ist ein zweiter See. Das ist ja cool. Haben wir auch einen gefunden. Der sieht ja auch nicht schlecht aus, aber unser Heimatsee sieht viel besser aus. Da gehen wir jetzt am besten auch zurück. Mal kurz auf die Map schauen. Naja, fast richtig. Fast richtig gelaufen. So, Energie ist voll, dann können wir drauf losrennen. Oh, da ist noch ein Banditenlager mit 5 Leuten. Na, das wird sportlich. Aber. Vielleicht merken sie ja nicht, dass ich sie angreife. Doch, die haben es gemerkt. Ah, ah. Schön einer nach dem anderen. Oh, her mit der Rübe. Nicht ausweichen. Keine Munition mehr. Das ist aber doof. Hey! Nicht mit Stein werfen. Du bist nicht ohne Sünde. Wir machen das wie in Dark Souls, einmal treffen und dann ausweichen. Und dann irgendwie random trotzdem sterben. So, schön aussammeln. Was habt ihr denn hier Schönes? Ein Lagerfeuer, sonst nichts.
Wofür habe ich euch jetzt platt gemacht? Hier mein schönes Lagerfeuer zerstören. Nicht mal Ressourcen hat es gegeben. Das ist ein Jammer. Na gut, zurück ins Camp. Wir brauchen unbedingt neue Häuser für unsere zwei Dorfbewohner. Die zum Oh, ein Wolf. Den lassen wir mal schön in Ruhe. Und so langsam kommen wir wieder Richtung Heimat. Das Haus haben wir schon geplündert. Und kurz danach sollten wir wieder auf Verbündete treffen. Die haben ja zumindest ganz recht. Weg mit euch, Spinnies. Ja, die Seide könnt ihr da lassen. Da habt ihr recht. Die könnt sich als nützlich erweisen. Ja. Ja, mit dem Zeug. Da hinten sind wir ja. Ich sehe schon die Bruchbuden, die wir gebaut haben. Sprinten ist immer noch nicht möglich, jetzt aber. Wunderschön, uns wird wieder Nacht, dann ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir im Lager sind. Beziehungsweise ist ja ein Dorf. Sieht zwar noch nicht danach aus, aber da kommen wir schon noch hin. Ist das eine andere Palisadenwand oder bin ich jetzt einfach maßlos verwirrt? Nee, die andere Palisadenwand hat man doch kaputt gemacht. Ich habe hier irgendwas gesehen, was genauso aussah. Keine Ahnung, hab mich vielleicht getäuscht. Boah, kann ich jetzt nicht sagen, dass da was war. So, dann braucht man als erstes ein schönes kleines Häuschen. Für das kleine Mäuschen und für den anderen. Einfache Hütte, vielleicht eine doppelte Hütte, können sich das ja teilen. 8 Holz braucht man dafür, die haben wir auf jeden Fall im Inventar. So rum ist dann besser. Und wir fangen an mit 2 Bodenplatten. Sehr schön. Na komm, anderes Zeug. 1x2x. Und die Stützpfosten. Oder Wandaußenpfosten. So, dann wollen wir 2x eine Tür haben. Sieht doch schon nach einer Hütte aus. So, auch nochmal 2 Stützpfeiler, rechts und links. Und Dachgiebel. Ach, die Baumechanik ist schon schön. Weiß nur nicht, was wir machen, wenn die Gebäude höher sind. Dann müssen wir irgendwie oben drauf. Das sehen wir aber zu seiner Zeit. Zumindest hier können wir es von unten bauen. Da ein Teil hin und da ein Teil hin. Dann sind wir fast fertig. Jetzt Stufe 6, was war das nochmal? Ein Hüttenfürst. Wahrscheinlich nicht da, sondern hier das längere Teil. Na komm schon. Sehr schön platziert. Na, irgendwie müssen wir mal schaffen, da aufs Haus drauf zu kommen. Gibt ja auch Treppen oder man kann sich hochbauen. Irgendwie wird das schon gehen. So, wunderbar. Eine doppelte Hütte. Da kommen jetzt noch 2 Betten für die Bewohner rein. Die waren auch unter Möbel und die brauchen normales Holz. So ein Mist. Bist denn du? Papagei? Beefboss. Hallo, du kannst mich Beefboss nennen. Und die Antwort lautet ja. Ich habe einen Heißhunger auf Abenteuer. Wie schön, dich zu treffen. Ich bin es gewohnt, über fremden Orten abgeworfen zu werden. Da tut es gut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Nach einer ordentlichen Mütze Schlaf kann ich morgen erholt auf Nahrungssuche gehen. Ich glaube, ich bleibe heute Nacht in deinem Dorf. Das klingt doch gut. Oh, die anderen 2 sind dann weggegangen, weil ich nicht rechtzeitig Betten hatte. Das ist aber bedauerlich. Zumindest den Muskelkater hätte ich ganz gerne im Dorf gehabt. Das sah aus wie ein guter Kampfkumpane. Na egal. Zumindest ein Bett können wir machen und wahrscheinlich dem Typen zuweisen. So, ganz ins Eck. Wähle ein Dorfbewohner. Haben wir noch gar keinen? Müssten die woanders? Dein Bett? Nee, ich wollte eigentlich nicht. Ich habe ja hier schon ein Bett. Vielleicht brauchen die ein bisschen komfortablere Räume. Keine Ahnung, wir haben jetzt auf jeden Fall ein Zusatzbett
Und müssen noch ein bisschen Holz machen. Ein klein wenig Holz. Ach, hier sind ja wieder Skelette. Nein, weiche aus. Sehr gut. Keinen Schaden diesmal bekommen. Hä? Was machst du denn da unten? Nee, verabschieden kann man sich hier nicht so einfach. So. Dann wollen wir nochmal zwei Bäume fällen. Dann können wir zumindest noch ein, zwei Betten machen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und vielleicht haben wir am nächsten Tag dann wieder neue Bewohner oder tatsächlich mal Bewohner. Wie die Mechanik funktioniert, weiß ich leider auch nicht. Na, das werden wir auch schon rausfinden. So. Hier mit dem Zeug. Hier mit den Kürbissen. Wie viel Holz haben wir? 16, das reicht für zwei Betten. Das reicht doch für zwei Betten, obwohl hier der Baum stört mich auch ein bisschen. Weg damit. Einfach weg damit. So, wunderbar. Oh, danke, Kuschelbeauftragte. Hast hier schön ein Skelett platt gemacht. Hey, wie kommt ihr denn hier hin? Lasst mal den Beef-Boss in Ruhe. Der sucht keinen Beef mit euch. Kommt ihr denn her? Ich dachte, ich habe einen Schutzradius. Es ist schön, durch die Gegend zu ziehen, aber weißt du, was noch besser ist, wenn man in einem Dorf sein Zuhause gefunden hat? Darf ich die Spezialitäten des Tages empfehlen? Entschuldige, ist so eine Angewohnheit. Was ist los? Leb in meinem Dorf. Es wäre schon nett, mal an einem neuen Ort zu verweilen. Hast du einen Schlafplatz für mich? Ja, klar. Ein ganzes Bett nur für mich? Ich kann es kaum erwarten, einzuschlafen. Fühl dich wie zu Hause. Ah, okay, das hätte man mit dem Muskelkater auch machen müssen. Schade, der ist weitergezogen, aber ich glaube, der wird noch mal herkommen. Mach mal die mit bisschen Abstand oder erstmal ganz nach links. So. Dann kann zumindest ein zweiter einziehen. Und dann sehe ich auf die Uhr und würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.